Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Der Mann zu meiner Rechtsseite, der hier gerade noch verpixelt ist, man sieht dich noch nicht, weil du gerade verpixelt bist, ist mein neuer Cutter, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir haben noch mal ganz kurz Zeit, noch mal kurz in den Erinnerungen zu schwelgen mit wunderschön untermalter Musik. Und damit das Video vielleicht auf 10 Minuten kommt. Um uns anzuschauen, welche wunderbaren Menschen sich hier mit ihren tollen Bewerbungen beworben haben. Bitteschön. Rein in die Duos, du geile Sau. Zeit für ein Ach, Rebchen. Oh Mann, das kann doch nicht... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist ey, Digga, es ist immer das Gleiche, Alter. Diese... Okay, that's all the time I've got. Ja, Alter. Diese Bastarde, Mann. Hey, komm direkt raus. Komm, bringt nichts. Und jetzt geht's... Leute. Was? Zum Beat. Okay, egal. Alarm, Alarm, was soll ich sagen? Alarm! Alarm! Der ist aus dem Porno, ja, ne? Der Klasse, ganz ja, leise ja. Zu landen, um danach sofort wieder explosiv abzuspringen. So nice, Leute. Okay? Hat auf jeden Fall noch richtig viele Hits. Das war wunderschön, meine Freunde. Und ich würde sagen, einen riesigen Trommelwirbel. Der Vorhang der Verschleierung lichtet sich. Es ist der gute... Leo geworden, hey! Hi! Schön, dass du hier bist, Mensch! Dankeschön. Ja, nicht danke. Anfassen, hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Ja. Leute, Leo ist mein neuer Cutter ab, tatsächlich im nächsten Monat. Ist jetzt in, boah, mal ganz kurz hier im Kalender gucken, 1, 2, also ab Montag, Leo, bist du quasi bei mir im Team. Und ich kann dir jetzt schon eins sagen, es wird eine absolut beschissene Zeit für uns beide werden. Du kannst dich darauf einstellen, dass es für dich richtig bekackt wird. Leute, so viel dazu. Leo hat auch tatsächlich jetzt mittlerweile unser Musikvideo für Not So Cool gemacht. Und das ist, also wirklich... Also ist noch nicht fertig, aber was ich schon gesehen habe, ist... Und das ist auf jeden Fall sehr explosiv geworden. Später dazu auf jeden Fall mehr. Ich möchte nur mal ganz kurz rekapitulieren und erstmal sagen, dass ich mich auf jeden Fall bei allen Bewerbern und Bewerberinnen bedanken möchte, ja. Ich finde es maximal nice. Normalerweise müsste ich eigentlich den ganzen Tag auf meinem Kanal nur noch neuen Cuttern suchen, weil die Videos davon so brachial viele Klicks bekommen haben. Also, Leo, ja, ne? Stell dich drauf ein, dass wenn es scheiße läuft, dass ich mir einfach wieder neuen suche. Aber das machen wir nur so low-key, damit ich halt ein paar Views farmen kann. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Erstmal ein riesiges Dankeschön an alle Leute, die sich beworben haben und ja, letztendlich ist es dann doch der Leo geworden. Ich habe mich, wie gesagt, mit 2 der Finalisten getroffen, den 3. habe ich leider nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Da nochmal ein riesiges Sorry an dich, Barney. Ich habe es ein bisschen selber verkackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kommunikation war jetzt aufgrund der ganzen Artikel 13 Debatte, der Europawahl, den ganzen Sachen drumherum, der Labelgeschichte, Not So Cool Produktion, mir ist einfach bis hier gestiegen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, der junge Mann ist mir sympathisch, der wirkt, ja. So, jetzt ist er hier. Leo, kurze Frage an dich. Wie stellst du dir das ganze Arbeiten hier vor? Anstrengend. Ja, es wird auf jeden Fall anstrengend und scheiße. Leo, wo hast du vorher gearbeitet tatsächlich? Gar nicht. Gar nicht. Du warst immer arbeitslos. Richtig. Ja, Leute, schön, dass ich auf jeden Fall einen Arbeitslosen weniger, also einen Arbeitslosen mehr aus seiner Butze geholt habe. Und jetzt arbeitest du, Leo. Das ist ein ganz großer Fortschritt für dich, ja? Es ist auf jeden Fall eine sehr große Umstellung. Ja. Ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein. Ja. Also, danke an der Stelle. Gehen auch raus an Frau Angela Merkel. Ja. Ja, toll. Ja, Mensch, schön. Ja, Leute, was soll ich sagen? Leo und ich haben auf jeden Fall schon einiges miteinander gemacht. Also größtenteils waren das Fotos und Videos, die wir gemeinsam gemacht haben. Und es hat einfach, Leute, ihr merkt vielleicht, es funkt einfach. Ja, es passt einfach. Das ist nicht nur die arbeitstechnische Seite, wo ich sagen muss, das haut irgendwie hin. Also Leo ist ein absolutes Arbeitstier, der wirklich genauso krass hasselt wie Thomas und auch maximal viel drauf hat. Da kommt natürlich nochmal eine persönliche Komponente dazu, die ganz wichtig ist. Denn beim gemeinsamen Arbeiten ist es halt immer ganz wichtig, dass man sich miteinander gut versteht, dass das auch alles funktioniert. Und das ist hier auf jeden Fall hundertprozentig gegeben. Das läuft alles, das lübt. Und da wird das auf jeden Fall ab Montag losgehen. Wie gesagt, es ist immer schade zu sehen, wenn sich halt so viele Leute bewerben, dass man nicht alle nehmen kann, aber so ist das dann oftmals. Ne? Man kann natürlich nicht jeden nehmen, Leute, weil ich habe ja auch nicht unendlich Geld. Also schön wäre es, ja. Ja, Leute, was soll ich sagen, außer schalte jetzt mal Livestream ein, denn ich stream gerade Zoro auf Twitch tatsächlich. Minecraft Zoro, hier gibt es kurz das Logo. Keine Ahnung, ob Thomas das hinbekommen hat, das irgendwo im Internet zu finden, weil ich habe es ihm sicherlich nicht geschickt. Wie es mit Thomas weitergeht, ist auch eine ganz gute Frage. Thomas hat jetzt tatsächlich angefangen, eine Heroinsucht zu entwickeln und möchte demnächst am Kölner Hauptbahnhof wohnen. Grüße gehen daraus an dich, Thomas. Joke. Thomas ist jetzt demnächst auf seinem YouTube-Kanal selber quasi als Entertainer und YouTube-Mensch unterwegs. Dazu kommt aber auch nochmal ein Video. Ich denke mal, wir werden Montag, Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, nochmal was zusammen drehen, wo ich ihm da wirklich Tschüss sage. Und ich habe auch schon, also Thomas, wenn du das hier siehst, ich habe auch schon vor, dich zu pranken. Ich wollte dir nämlich mit einer Eisenfaust komplett das
Gesicht zertrümmern. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war, wie gesagt, nur eine kleine Auflösung dieser ganzen mysteriösen Cutter-Geschichte. Jetzt haben wir hier den jungen Kandidaten. Der sitzt jetzt hier. Ab Montag, Dienstag, nächste Woche geht's los. Und es gibt jetzt auch keinen Grund, dass du hier irgendwas ist, das? Ein USB-Stick? Deinen letzten auch noch schauen. Lass den da liegen. Lass meinen letzten USB-Stick. Leute, Micha ist gerade auch noch hier von Otsuku. Wir haben gerade Fotos dafür gemacht. Ich würde sagen, ich bin damit raus. Ich küsse eure Augen doppelt und dreifach. Und wie gesagt, ab 18 Uhr, beziehungsweise eher schon 17 Uhr, gibt's den Stream. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und damit sind wir raus. Macht's gut. Also, Leo, ich freue mich drauf, ne? Okay, Arbeiter High Five! Ja! Was ist ein Arbeiter High Five? Auf Wiedersehen. An der Stelle, warte. An der Stelle, freue mich hier zu sein. Und danke an Thomas für die letzten Jahre. Wir werden da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen in Kontakt stehen. Da muss man ein bisschen erklären, wie das alles funktioniert. Nee. Ja. Du wirst einfach ins kalte Wasser geworfen und dann kannst du gucken, wie es läuft. Also, okay. Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss!